Hallo und herzlich willkommen zu Real Green Tower Games. Mein Name ist Plugromos. Und mein Name ist Gunis. Und wir zocken heute Inside. Von Playdead, der Nachfolger von Limbo. Was wir übrigens auch Let's Played haben, beziehungsweise Plugromos und Fua. Ja, und diesmal ist Gunis dabei. Ja. Und Plugromos ist wieder da bei Real Green Tower Games. Yay! Ja, Mann! Plugromos spielt wieder was. Endlich ist die Seriosität wieder zurückgekehrt. Ja, irgendjemand muss sie ja aufrechterhalten, ne? Und wir sind schon direkt inside the game. Ja, Mann. Inside, Junge! Ja, bin sehr gespannt. Es spielt sich auf jeden Fall genauso wie der Vorgänger, also einfach mit den Pfeiltasten und so weiter. Und boah, ich bin jetzt schon sehr gespannt. Ja, aber wir haben auch beide überhaupt keine Ahnung. Wir kennen nur den Trailer, den ich sehr richtig geil fand. Boah, er ist automatisch durch den Zaun. Okay, was passiert da? Da fährt ein Laster weg. Hallo? Was passiert jetzt? Muss ich mich verstecken? Ja, da hinten läuft einer. Alter. Da laufen ganz viele. Ich hab Angst. Guck mal, er duckt sich auch. Irgendwie will er sich auch verstecken. Geil, da die Blätter runterfahren. Ja, von der Physik her soll das hier auch mega gut sein. Das war ja auch schon bei Limbo so. Und wer vielleicht den Trailer gesehen hat, ja, der wird auf jeden Fall noch was Krasseres erwarten. Also es ist auch quasi genauso minimalistisch gehalten, aber noch mehr drumrum. Also auf jeden Fall sind hier schon mal andere Leute, das war ja bei Limbo nicht. Oh, okay. Man muss sich jetzt auch verstecken, glaube ich, und so. Die haben Masken auf. Oh. Ich frage mich, was passiert, wenn man entwischt wird. Wahrscheinlich ist das Spiel zu Ende. Du kannst auch nicht mehr neu anfangen. Ja. Dann war das ein sehr kurzes Let's Play. Ja, wie The Plan. Ja. Oh, ein Kühlschrank. Ja, sieht so aus. Vielleicht ein leckerer Snack drin? Nee, ich kann nichts benutzen. Da fand ich wieder ein Laster. Oh. Ah, warte. Ich glaube, ich muss den. Ah, ich denke die ganze Zeit, ich kann hinter den. Oder, ja. Ja, aber das ist ja 2D. Also ich kann hier nicht nach hinten oder nach vorne. Hä? Aber ich will da rauf irgendwie. Ich glaube, das geht nicht, ja. Oder kann ich den ziehen? Warte mal. Nee, aber der ist ja gar nicht auf deiner. Doch, oh, hä? Ah, Alter. Ach, die Steuerungstaste. Ich habe gerade die andere genommen. So. Ah. Ah. Oh. So crazy, weil der gar nicht auf deiner Ebene eigentlich ist. Ah. Also. Ja. Wow. Aha. Geil. Hui. Oh, Hunde, wow. Krass. Die Atmosphäre ist so geil, ey. Ja, das ist Hammer. Oh, okay. Oh, that's dangerous. Oh. Schade. Hätte ja klappen können. Ja, geht nicht weiter. Das war's. Ja, das war's ja wohl. Nee, warte kann mal. Kann den Kühlschrank herholen? Ich glaube, den werden wir nicht über die Mauer da kriegen. Warte mal. Da liegt ja auch was. Ey. Ach, warte. Kann ich nicht die Kiste hier ziehen? Hallo? Ach so. Ich nehme schon wieder die falsche Steuerungstaste. Nice. Geil. Okay, bis jetzt sehr Limbo-artig, ne? Ja, aber es wird wahrscheinlich auch so bleiben. Ja, denke ich auch. Aber das finde ich ja gerade geil auch irgendwie. Also, ja, klar. Es ist halt so schön Jump'n'Run und düster und... Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Ein Hund, ein oh, fuck! Oh, fuck! Ah, shit! Oh, Junge! Ah! Oh! Alter! Ich hab gedacht, ich sterbe. Vielleicht wollte er auch nur spielen. Mm. Alter, ich frag mich, was passiert wäre. Nee, ich will's nicht wissen. Okay. Ich glaube, das erfahren wir noch früh genug. Also, ja, ich wollte gerade sagen, irgendwann passiert mir hier sowieso. Weil Limbo war ja auch teilweise so brutal, richtig brutal.
Ich sag nur, also diese Pressen, da hatte ich ja sogar einen Slow-Motion, also ja, eine Slow-Motion-Szene draus gemacht. Boah, das war echt... Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist, weil hier sieht man doch viel realistischer aus. Wer ist denn... Weiß ich nicht, bei dem anderen war man halt nur so ein weißer... Ja, genau. Also hier müsste es dann ja nochmal deutlich brutaler sein. Ich kann es mir rein gar nicht theoretisch vorstellen, aber mal sehen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass einfach das Bild schwarz wird. Wäre langweilig. Ja, wäre tatsächlich... Oh. Alter, geil. Fuck! Was? Alter, die schießt... Alter! Feile. Fuck! What? Alter, ein Betäubungspfeil. Alter. Krass. Ja, und jetzt? Soll okay. Ich schneller sein? Ja, aber ich... Was soll ich denn machen? Ich kann nicht schneller rennen. Oder doch, oder dich darunter verstecken. Ja, warte. Ja, warte. Ich verstecke mich einfach hier unter. So. Geil. Sehr gute Idee. Sie versteckt. Ich finde diesmal so dieses Drumherum auch sogar cooler als bei Limbo. So, dass da so Leute sind und Hunde und... Ja, vor allen Dingen, hier ist man ja anscheinend auf der Flucht und bei Limbo bist du auf der Suche. Ja, stimmt. Also hier ist es, glaube ich, nochmal ein anderer Reiz. Oh, oh. Oh, da ist jemand ausgestiegen. Oh, fuck. Und jetzt? Ja... Wenn ich da lang gehe, dann bin ich wahrscheinlich gefickt. Gefickt. Was mache ich denn? Ich habe keine andere Möglichkeit. Ja, eigentlich schon. Ich gehe jetzt einfach. War klar, ey. Alter, mein Gott. Wow. Der Maskenmann. Wow. Schnell, schnell. Alter, okay. Wow. Alter. Der Wohnwagen, der Ring ist nichts. Scheiße. Boah, Alter. Okay, vor allen Dingen haben die Masken auf. Was ist das? Ja, das ist ein bisschen weird. Eine gute Sekte. Ja, aber was mal. Guck mal, ich werde gleich verfolgt. Und dann? Also, was. Ich auch nicht. Also, ich mach dasselbe jetzt einfach nochmal. Da mal. Ist dieser komische Wagen oder Haus oder was es da ist. Aber warte. Das bringt eigentlich auch nichts da reinzugehen. Was mache ich jetzt? Oh, fuck, ja, toll. Alter. Lass mich los, Mann. Alter, what? Alter. Ich dachte, er trinkt dich, ey. Hui. Man kann doch gar nichts anderes machen. Aber eben bist du auch besser über diese Wurzel gesprungen. Ja, stimmt, ich bin eben gesprungen, ne? Vielleicht muss man zu diesem Haus da kommen. Da war ein Haus? Ja, da war so ein Wohnwagenhaus. Ich hab's nicht genau erkannt, ob es ein Wohnwagen oder ein Haus war. Ja, okay. Ich probiere es einfach nochmal. Ja, ein Wohnwagen ist es. Ja, aber was... Weiß ich auch nicht. Irgendwas drücken, Steuerung. Ja, fuck. Oh, guck mal. Hä? Was habe ich denn anders gemacht? Als ich? Ach, ich habe gewartet. Ich habe gewartet, bis er vorbeigefahren ist. Wow. Alter. Weißt du, wie ich meine? Nee. Ich habe mich hinter das Wohnmobil ja, ich habe gewartet, bis er vorbeigefahren ist. Oh, fuck. Nein. Alter, boah, fuck. Oh. Alter. Geil, ey. Okay. Also, springen. Okay, und dann warten. Kurz warten. Weiter. Und tschüss. Springen. Und jetzt wollen wir eben vorsichtig. Weiter. Springen. Nochmal springen. Springen. Und was jetzt? Nochmal springen. Da. Und nochmal springen. Ja. Ah, da bin ich nicht gesprungen. Genau. Oh. Alter. Oh. Und jetzt. Oh. Alter. Alter. Das ist so crazy. Ich glaube, wir sagen das ganze Let's Play einfach nur Alter. Oh, ich glaube, du musst Luft holen. Oh. Gestorben, ja, weil vergessen aufzutauchen. Ja, echt. Ach, nee. Ach, das ist so. Ach, jetzt starte ich wenigstens im Wasser. Das ist ja schon mal... Oh, aber ich muss untertauchen. Ja, geil. Oh fuck. Oh, schon getroffen. Ja, wir werden wohl noch ein bisschen sterben hier.
ja, probieren halt alles aus. Jede Sterbemöglichkeit. Trial and Error, ne? Ja, genau. Hier wird jede Möglichkeit ausprobiert oder nicht außer Acht gelassen. Ja, aber ich muss ja hier jetzt hoch. Ja, da musst du dann wieder hoch. Hier gibt es auch leider keine Sauerstoffanzeige oder so. Das ist gemeine. Aber gibt es im echten Leben auch nicht. Nee. Also jedenfalls bei mir nicht. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Mhm. Doch, ich habe dann immer so eine Augmented Reality, ja, sag ich nur. So, ja, echt. Wird immer der Sauerstoffgehalt im Blut gecheckt. Sind das Schweine? Ja, ich glaube schon. Okay. Die armen Schweine. In was für eine Welt sind wir hier, ey? Ich weiß auch nicht. I don't know. Gab es eigentlich bei Limbo irgendwie Level oder Welten oder sowas? Nee, oder? Es ging einfach immer weiter. Oder? Ja. Ja, genau. Ja, so ist also das wahrscheinlich hier auch. Es gibt hier auch, also denke ich mal, keine Levelabschnitte oder so. Ja. Es führt alles immer nur nach rechts. Jump'n'Run-like. Okay, jetzt kommen wir in das Feld. Was macht der denn da? Kickt das Tor auf. Boah, ein Maisfeld. Ich habe mal einen Film gedreht, der ist Zombies im Maisfeld. War sehr gut. Du hast einen Film gedreht? Mhm. Achso. 14 oder so. Strange. Sehr, sehr gut ist der. Sehr, sehr, sehr gut. Ja. Weißt du, wo ich voll Bock drauf hab? Mais. Ja, ich hab Hunger da drauf. Komm, lass mal. Komm, klauen einfach. Wie süß, kleine Schmetterlinge. Sieht sie zumindest so aus. Oh. Hä? Nee, das sind nicht Schmetterlinge. Das sind Küken. Alter, guck dir das an. Alter, ich dachte auch, das sind Schmetterlinge. Oh, das ist ja Putzi. Guck mal hier. Putzi. Oh, guck mal hier. Kann ich jetzt auch drauf treten? Also bitte. Ja, hätte ja sein. Ey, die verraten dich gleich. Die sind auch so laut. Die verraten mich bestimmt. Bleib da! Die machen so Glockengeräusche. Ja, cool. Strange. Life is strange. Okay, jetzt sind wir hier bei so einer Anlage. Oh Gott, noch mehr Schweine. Boah, Alter. Wetten, die Küken haben die Schweine umgebracht. Wetten. Das sind, vielleicht sind das auch Schweine. Kleine, ganz kleine Schweine. Das ist voll putzig. Alter, wie ne? Geil. Die umzingeln dich alle. Die machen echt komische Geräusche gerade. Ah, okay. Oh, ich muss hier wahrscheinlich hoch. Das kennen wir ja schon aus Limbo. Schnell ins Trockene. Hui. Und hepp. Wo sind wir denn hier gelandet? Jetzt gehen bestimmt die Rätsel los. Ach, Rätsel gibt's ja auch noch. Mhm. Da bin ich sehr schlecht drin. Das musst du alleine schaffen, Plukumas. Okay. Dann kann das hier ein sehr langes Let's Play werden. Okay, also ich glaube, hier an diesem Hebel kann man bestimmt was machen. Ach, die falsche Steuerungstaste mal wieder. Aha. Okay. So Rasenmäher-mäßig. Ja, irgendwie sowas. Hm? Hat das jetzt irgendwas bewirkt? Irgendwie nicht. Der Hebel bleibt leider auch nicht auf der anderen Seite. Jetzt schnellt immer auf die andere Seite zurück. Vielleicht müssen wir auch erst da ziehen und dann ganz schnell den Hebel betätigen. Nee, ich glaube, das bringt nichts. Nee. Naja, wir lassen das mal erstmal so, wie es ist. Also, ich. Bleibt so, wie es ist. Und da wird sich nichts dran rütteln. Egal, ob es hier ist oder nicht. Und dich. Ja. Ja, vielleicht ist hier links noch irgendwann. Nee, da kommen wir her, ne? Nee, wo kommen wir nochmal her? Hier kommen wir gar nicht her. Hier ist irgendwas. Kannst du nicht durch die Tür da gehen? Ah. Oh. Ah, oh. Ach, jetzt kommen wir nach draußen. Jetzt haben wir die reingelassen. Ja, jetzt kommen die. Können wir irgendwas mit denen machen? Vielleicht. Kann man die befehligen? Kann man eigentlich irgendwas... Betätigt den Hebel. Warte mal, kann man was mit denen machen? Ich drücke gerade Steuerung. Nee, kann man nicht. Hätte ja sein können. Komm, mach mal, betätigt mal den Hebel, ihr Küken. Ja, was bringt mir das jetzt? Oder vielleicht laufen die da rein, oder? Warte mal.
Vielleicht werden die da reingesogen. Ach, ups. Nee. Ach, hä? Ach, jetzt läuft auf einmal. Ah, wie so ein Rasenmäher. Hab ich doch sogar gesagt. Echt? Ja. So Rasenmäher-mäßig hab ich gesagt. Achso. Achso, und jetzt kannst du wahrscheinlich den Hebel betätigen. Hoffen wir es mal. Ja, geil. Okay, ist vielleicht derselbe Effekt. Oh. Hä? Ja, was bringt das? Oh. Und warum liegt hier eigentlich Stroh? Ja, jetzt musst du die Küken davor passieren und dann werden die dadurch geschreddert und alle tot. Vielleicht ist es echt so, die werden hier eingesogen. Guck mal. Ah, geht das? Ja, guck mal, die Ach, werden fast. Da. Ja, warte. Ja, wie kann man die denn da warte, postieren? Warte. Ah, ich hab eine Idee. Aber das will ich nicht. Oh Mann, komm schon. Oh fuck, zu spät. Warte. Das geht bestimmt. Nee, leider nicht. Kann man die echt nicht irgendwie da so... Ja, warte. Vielleicht muss ich hier ganz zur anderen Seite. Ey, guck mal, da läuft irgendwas runter. Ja, Wasser. Geil. Es regnet. So, jetzt. Ja. Ja, klar. Gott, oh Gott. Nein! Achso, und geil. Leben noch. Okay. Ach, wie geil! Wie Alter. Geil. Voll gut. Aber die leben noch. Ja, das ist deswegen. Ich dachte schon, du tötest sie. Oh, ach so, ich muss wahrscheinlich.